Die Quelle der Ahr in Blankenheim bildet den Startpunkt dieser Tour. Entlang allerlei Fachwerk geht es durch Gassen aus dem 721 erstmals urkundlich erwähnten Dorf hinaus. Am Schwanenweiher zeigt sich oberhalb des Dorfes die um 1115 errichtete Burg Blankenheim, die heute als Jugendherberge genutzt wird. Entlang des Oberlaufs der Ahr geht es nun zunächst südlich des Finkenbergs weiter. Nach ein paar Metern über einen Wanderpfad teilt sich hier der Ahrsteig die Strecke mit dem Ahrtal-Radweg durch den Talgrund. Im Löhrenbusch wird eine Bahnunterführung der 1913 fertiggestellten, aber nie in Betrieb genommenen Bahnstrecke Adorf-Blankenheim passiert. Nach ihr hat der Ahrsteig dann wieder einen eigenständigen Verlauf und er verabschiedet sich von dem asphaltierten, ebenen Weg. Durch den bewaldeten Hang wird schon bald die Hochebene bei Reetz erreicht. Jedoch erfolgt auch gleich wieder der Abstieg durch den Osthang der Ahr. Der Ahrsteig ist durchgehend sehr gut markiert. Die Ausschilderung ist derart gut, dass die Tour auch ohne den Gebrauch einer Karte machbar ist. Wird nach einem erneuten Anstieg dann aus dem Wald herausgetreten, geht es mit ein wenig Aussicht hinab in Richtung Reetzer Mühle. Der Reetzer Bach und die dortige Kreisstraße werden nahe der Reetzer Mühle kurz gequert, bevor es durch das gegenüberliegende Waldstück weitergeht. Der Schafbach speist in dieser Senke die Ahr, während sich auf der Hochebene der Ort Hüngersdorf befindet. Nach einem weiteren Anstieg wird dann die Hochfläche des Birker Berges erreicht. Über die Felder im Bereich des Heidehofs geht es auf den nächsten Waldabschnitt zu, während das Angebot zum Verweilen allerdings nicht genutzt wird. Nach einem kurzen Stück Buchenwald führt im Bereich des Borsbergs der Ahrsteig an der Schnittstelle zwischen Wald und Feld weiter. Mit dem Eifelcamp am Freilinger See
hört nach etwas mehr als 2 Stunden die erste Etappe des Nahsteigs auf. Da aber der A-Steig von mir unter sportlichen Gesichtspunkten als Test geplant ist, wird entlang der Seepromenade auch gleich die zweite Etappe eingeläutet. Über die Seestraße wird dann der See in Richtung des Dorfes Freilingen verlassen, das anschließend auf seiner Nordseite umgangen wird. Mit dem Kegel des 534 Meter hohen Hühnerbergs zeigt sich dann auch das nächste Zwischenziel dieser Tour, wozu es in Richtung Lommersdorf weitergeht. Nach einem kurzen Stück entlang der Landstraße geht es ansteigend auch gleich wieder in ruhigere Gefilde. Anfang Mai geben die Löwenzahnfelder der Landschaft zudem einen angenehmen Farbtupfer. Der Aufstieg zum Hühnerberg ist seit der Landstraße teilweise durchaus steil, hat aber auch flachere Passagen zur Entspannung. Am Hühnerberg wird dann das Friedenskreuz erreicht. Und es eröffnet sich einem hier oben ein wunderbarer Panoramablick, der mit einer Tafel näher beschrieben ist. Mit Blick auf den Zubringer zur A1 geht es danach wieder weiter. Nach diesem sehr aussichtsreichen Wegabschnitt geht es nun durch den Lommersdorfer Forst. Dies hier war mal eine römische Straße, der jetzt erst einmal gefolgt wird. Der Straße könnte zwar bis Aremberg gefolgt werden, jedoch folgt der A-Steig kurz dem Verlauf des Aulbachs, um den Gipfel des Kalkesbleich südlich zu umgehen. Wenn die Landesgrenze zwischen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz schließlich passiert ist, sind an für sich auch die Höhenmeter für diesen Tag bewältigt, während das geschichtsträchtige Dorf Aremberg nun zum Greifen nah ist. Mit einem herrlichen Panorama von der Burgschenke in Aremberg endet dann ein beeindruckender erster Wandertag. Die heutige Tour beginnt bei der 1783 errichteten Pfarrkirche St. Nikolaus, deren Ursprünge bis in das Jahr 1306 zurückreichen, mit dem Aufstieg zur Burg Aremberg. Nach ein paar Metern geht es bereits an dem ehemaligen Burgmannenhaus vorbei, in dem einst die Steuereinnehmer der Burgherren von Aremberg residierten. Nach ca. 10 Minuten werden schon die Reste der Burg Aremberg erreicht, die von den französischen Truppen Ludwigs des 14. im Jahre 1682 zerstört wurden. Seit 1854 steht ein nicht allzeit zugänglicher Aussichtsturm auf diesen mit 623 Metern höchsten Gipfel des A-Gebirges, wobei der Förderverein der Burgruine Aremberg auf Infotafeln die Geschichte des ehemaligen Herzogtums darstellt. Da heute aber noch viele Kilometer auf dem Programm stehen, geht es durch Hohen Buchenwald der Ausschilderung nach Eichenbach auch gleich hinterher. Für ein kurzes Stück geht es dann durch das Dorf Eichenbach, bevor es hier steil einem ausgeschilderten Zustiegsweg zum A-Steig hinterhergeht. Dieser trifft dann auf den Bergkamm des Mertesnyx, wo am Waldrand wieder der eigentliche A-Steig erreicht wird. An
der Nahtstelle zwischen Wald und Feld geht es fast höhengleich weiter. Danach steigt der Weg jedoch wieder zum Bergkamm hin an, wobei der Blick quer über das Dreisbachtal schweift. Ein Forstweg führt durch die steilen Hänge des Eichenbacher Bergs und hinunter zum Dreisbach, wo ein Tunnel der vor dem Ersten Weltkrieg errichteten Bahnstrecke passiert wird. Danach werden die letzten Meter des Dreisbachs abgeschritten, bevor dieser in die Ahr mündet, die sich bis hier zu einem beachtlichen Fluss gemausert hat. Bei Streitenau geht es dann auf die südliche Ahrseite. Nach viel dichtem Wald wird bei der Halbinsel im Wolfsau eine Lichtung erreicht, von der im Talgrund der Campingplatz von Schuld zu sehen ist. Weiter geht es jedoch wieder auf schmalem Pfad durch die steilen Hänge der Schulder Hart, immer im leichten Auf und Ab. Der Ort Schuld ist nun nicht mehr weit und kurz vor ihm wird an der Bubenlei ein geologischer Aufschluss näher beschrieben. Danach noch ein Abstieg über eine Wiese und der Ort Schuld ist bei der Pfarrkirche St. Gertrud erreicht, deren Ursprünge in das Jahr 1250 zurückreichen. Im Original würde man eine Riesenschleife um die Schulder-Halbinsel gehen, was ich jedoch über den Ahrtal-Radweg abkürze, da ich den Mehrwert dieses bewaldeten Abschnitts nicht ganz nachvollziehen kann. Schon wieder zurück auf dem Ahrsteig ist der Ort Insul nun das nächste Zwischenziel, wobei die Streckenführung weiterhin sehr waldreich bleibt und sich Aussichten eher selten anbieten. Mit Blick auf die ersten Häuser von Insul hat sich wenige Meter weiter die Ahr tief durch das hiesige Gestein geschliffen. Der Ort Insul wird nördlich umgangen und die Wanderung in Richtung Sierscheid fortgesetzt, wobei ich jedoch ab einer markanten Kehre direkt auf den 429 Meter hohen Dümpelhart aufsteige. Die Aussicht von diesem Gipfel ist auf alle Fälle sehr zu empfehlen. Die Panoramen sollte man dann nochmal genießen, denn der anschließende Abstieg zum Liersbach ist dann wieder eine sehr waldige Angelegenheit.
An dem Lierser Friedhof vorbei gelangt man ins Liersbachtal, wo es an der Straße entlang für ein paar Meter bachaufwärts geht, bevor der lange Aufstieg nach Lind in Angriff genommen wird. Beim Hockertskreuz tritt der Ahrsteig dann auch wieder öfters aus dem Wald heraus. Mit Blick auf den Dümpelhardt wird im Groben dem Kammverlauf gefolgt. Der Ort Hönningen liegt bereits wieder weit unter einem, wenn es auf dem bequemen Wirtschaftsweg weitergeht. Von der Wingerzeck kann fast der komplette Weg bis zur Linder Höhe, dem nächsten Zwischenziel, überblickt werden und die Panoramen entschädigen für die Mühen. Bei diesem Windrad wird die Linder Höhe mit knapp 488 Metern Höhe überschritten und der Ahrsteig teilt sich hier ein Stück der Strecke mit dem Panoramaweg. Auf dem Weg nördlich um Lind herum kommt man an der 2006 fertiggestellten Krippenkapelle vorbei, von wo aus sich nochmal eine schöne Aussicht anbietet. Ab der nach Brück hinabführenden Straße geht der Blick über den letzten heute zu überwindenden Höhenrücken, während die Beine so langsam signalisieren, dass man dieses letzte Stück schon wollen muss. Mit der Wegmündung in die Bahnhofstraße ist der Talgrund der Ahr dann erreicht. Vorbei an einer größeren Ruine werden nun die letzten Meter entlang der Oberahr nach Kreuzberg eingeläutet. Da für heute bewölktes bis regnerisches Wetter vorhergesagt ist, werde ich ab Altena die waldreichen Verbindungswege südlich der Ahr meiden und lieber den Rotweinwanderweg nach Ahrweiler benutzen. Zunächst geht es aber erst einmal auf dem Ahrtal-Radweg bis Altena. Dabei wird die im Privatbesitz befindliche Burg Kreuzberg passiert, deren Ursprünge in das 14. Jahrhundert zurückreichen.
Wenige Minuten nach dem heutigen Tourbeginn ist gegenüber der St. Maternus-Kapelle bereits die Bebauung des Ortsteils Altenburg auf der südlichen A-Seite zu sehen. Aber auch das sagenumwobene Teufelsloch ist von hier aus schon zu erkennen. Mit Blick auf den Aussichtspunkt des Schwarzen Kreuzes wird nach knapp einer halben Stunde auch schon Altena erreicht, durch das ich über den Rossberg bis zur Zufahrt zum Altenaer Eck bzw. zur Burg Aare weiterlaufe. Hier am Altenaer Eck geht der Blick nochmal hinüber zur Burg Aare, deren Bau im Jahre 1105 beendet war, bevor es auf dem Rotweinwanderweg hoch über der Aare weitergeht. Dabei führt der Weg oberhalb von Reimertshofen mal für ein kurzes Stück durch Wald, bietet aber dennoch auch verschiedene malerische Ausblicke durch das Aartal. Mit dem Erreichen der Weinlagen nördlich vom Maischoss liegt der waldige Abschnitt des heutigen Weges hinter einem. Auf den nächsten Metern prägen dann die Saffenburg und der Umlaufberg Edzard die Landschaft. Erstes Weinlaub ist bereits auf den Reben, während sich der Weg fast eben durch den Hang des Mönchsbergs zieht. Das Weinhaus Michaelis ist bei einem Ahrtalbesuch sicher ein lohnendes Ziel. Doch am frühen Morgen nach gerade einmal anderthalb Stunden Gehzeit noch nicht so das Wahre, sodass ich dem Weg in Richtung Rech weiter folge und den Bereich um Maischoss verlasse. Markant thront auf der anderen A-Seite derweil die Ruine der Saffenburg, die im 11. Jahrhundert errichtet, 1074 erstmals urkundlich erwähnt und im Jahre 1704 nach etlichen Beschädigungen endgültig geschliffen wurde. Das Aartal weitet sich ab hier schon ein wenig mehr auf und ohne viel Auf und Ab geht es oberhalb des Ortes Rech weiter. Nachdem auf dem von Rech kommenden Weg ein kurzes Stück aufgestiegen wird, ist auf der östlichen A-Seite der Krausbergturm zu erkennen. Mit Dernau liegt nun der nächste Ort vor einem, der durch die nördlichen Weinbauflächen umgangen wird.
Der Krausbergturm ist weiterhin noch zu sehen, während mit dem Dorf Marienthal das nächste Zwischenziel auf dem Programm steht. Hinter der Anlage des ehemaligen Augustinerinnenklosters und dem Dorf vorbei wird bis auf Flussniveau abgestiegen. Das Kloster wurde bereits im Jahr 1136 erbaut und beherbergt heute den Ausschank des dortigen Weinguts. Statt beim nachfolgenden Aufstieg den ewigen Serpentinen zu folgen, bleibe ich einfach auf dem relativ ebenen untersten Weg durch den Hang. Der Felsen der sagenumwobenen bunten Kuh rückt nun ins Blickfeld und gegenüberliegend auf der südlichen A-Seite reicht die Sicht über die Katzenleihütte bis zum Steintalskopf hinauf. Nachdem Försterhof und Altenwegshof passiert sind, geht es weiter zur Schutzhütte und zum Aussichtspunkt oberhalb der bunten Kuh. Die bunte Kuh markiert beim Rundblick dann anschaulich den Übergang des schluchtartigen Flussverlaufs in den sich erweiternden Tal der Unteraa. Die spektakuläre Sicht reicht hier über Walpforzheim und Bad Neuenahr hinweg bis zu den Höhen gegenüber der Aa-Mündung bei Sinzig. Auf der Walpforzheimer Seite des Bunte Kuhkamms erfolgt danach der weitere Weg, der am ehemaligen Regierungsbunker vorbeiführt. Die Dokumentationsstätte ist bei einem Besuch des Ahrtals wärmstens zu empfehlen. Kurz danach kann auch die freigelegte Römervilla aus dem 2. Jahrhundert besucht werden, die durch einen Museumsüberbau geschützt wird. Das nun schon vor einem liegende Städtchen Ahrweiler mit seinem Altstadtbereich bildet für heute den Endpunkt der Wanderung. Nachdem aber viele Örtlichkeiten nur passiert wurden, bietet sich hier ein Rundgang durch viel altes Gemäuer einfach an. Eine derart gut erhaltene Stadtmauer können nicht viele Städte in Deutschland aufweisen. Beim Abstieg nach Ahrweiler geht es an einer nicht mehr fertiggestellten Eisenbahnbrücke vorbei, deren Pfeiler lobenswerterweise mittlerweile als Kletterwand genutzt werden. Mit dem Überqueren der B267 beginnt im Anschluss an die eigentliche Wanderung am Adenbachtor, das im Zuge der Errichtung der Stadtmauer ab 1250 errichtet wurde, ein kleiner Stadtrundgang. Auf dem Weg zum Obertor geht es durch den noch vorhandenen Stadtgraben. Das Obertor ist dann ein viergeschossiger Torturm mit der Besonderheit von drei eingemauerten Steinkugeln zum Gedenken an die Belagerung durch die burgundischen Truppen Karls des Kühnen 1476. Innerhalb der Stadt wird auf der Schützenbahn nach wenigen Metern der markante Bau der Ehrenwaldschen Klinik passiert. Bei dem weißen Turm handelt es sich dann um einen ehemaligen Wohnturm aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Gegenüber befindet sich die 1894 eingeweihte Synagoge, die 1938 von den Nazis verwüstet wurde. Weiter geht es zum Marktplatz, der von der dreischiffigen Kirche St. Laurentius dominiert wird. Die 1269 von den Benediktinern der Abtei Prüm erbaute Kirche ist die erste gotische Hallenkirche im Rheinland. Musik
vorbei an dem 1423 erstmals urkundlich erwähnten Hotel zum Stern und dem 1603 erbauten Zunftbrunnen wird nun über die Ahutstraße das A-Tor erreicht. Das größte Stadttor mit dem fünfgeschossigen Torturm wurde 1945 bei einem Bombenangriff zerstört, dann aber 1958 wieder aufgebaut. Wenig später ist der Kanonenturm über dem zugeschütteten, faulen Graben erreicht, mit dessen Bau 1255 begonnen wurde. Das vierte Tor in der Stadtmauer ist dann das Niedertor, welches auch Rheintor genannt wird. Vom Hotelzimmer geht für heute dann abschließend der Blick nochmal über den Marktplatz. Mit Blick auf viel Geschichtliches will Ahrweiler am frühen Morgen über das A-Tor verlassen. Über die A hinweg wird einem ausgeschilderten Zuweg zum A-Steig gefolgt. Nach knapp einer Viertelstunde ist der A-Steig wieder erreicht. Damit beginnt auch gleich der erste kleinere Anstieg für den heutigen Tag. Über die Weinfelder hinweg kann dann bald Ahrweiler überblickt werden, während der Silberberg oberhalb des Ortes eine dünne Schneehaube trägt. Bei Bachem wird sich nun vom eigentlichen Ahrtal verabschiedet und dem Weg parallel zum Bachemer Bach über den Hartberg gefolgt. Nach dem Abstieg zur Lourdeskapelle wird dort auch der Bachemer Bach gequert, bevor es weiterhin durch viel Wald in Richtung Karlskopf geht. Karlskopf vorbei führt der Weg kurz mal wieder aus dem Wald heraus und erlaubt den Blick in die nähere Umgebung, wobei nun Bad Neuenahr zunehmend in den Fokus rückt. Weiter führt der A-Steig durch den Bad Neuenahrer Wald, in dem ein Kletterpark passiert wird. Das nächste Zwischenziel ist nun der Lange Köbis auf dem Neuenahrer Berg, einem 15 Meter hohen Aussichtsturm, der 1972 errichtet wurde. Der auffällige Neuenahrer Berg ist ein 339,9 Meter hoher Vulkankegel, auf dem einst die 1225 erbaute Burg Neuenahr stand. Die Ruinen der Rau-Ritterburg wurden im 17. Jahrhundert endgültig abgebrochen. Bei gutem Wetter könnte von hier die Grafschaft, das Siebengebirge und selbst der Kölner Dom gesehen werden. Heute ist jedoch Eifelwetter angesagt, wobei wenigstens der vorhergesagte Regen ausbleibt. Der weitere Weg führt nun zum Idienbachtal hinab. Die weichen Waldpfade sind dabei recht angenehm zu gehen.
Vom Idiembach aus erfolgt auch gleich der nächste Anstieg. Dieses Mal zum Beilratsberg hinauf. Kurz vor Heimersheim geht es durch eine Unterführung auf die andere Seite der A61. Vorbei an der Kapelle Maria Schutz und Fürbitte wird der Ort nun südlich passiert. Auf der gegenüberliegenden A-Seite ist auf einem Basaltkegel die Burgruine Landskrone zu sehen, wo zuvor eine germanische Thingstätte gelegen hat, bevor die Römer hier einen militärischen Stützpunkt errichteten. Eine Riesensitzbank lädt zum Blick auf Heimersheim und die Landskrone, was aber bei einem kurzen und kräftigen Schauer dann doch ausfällt. Ehlingen und die A571 sind bereits passiert, wenn der Aufstieg zur Ehlinger Lei eingeläutet wird. Von hier bietet sich einem ein schöner Ausblick ins untere Teil des Ahrtals mit Lohrsdorf, Ehlingen, Heimersheim, Ahrtalbrücke und Landskrone. Der Weg führt nun an den Gipfeln von Rohrsberg und Mühlenberg vorbei weiter. Nach der Schmittlerhütte tritt der Weg aus dem Wald heraus und nach dem nächsten Abzweig hat man eine freie Sicht über Löndorf. Ein Wirtschaftsweg führt nun erst einmal aussichtsreich am Waldrand entlang. Bei der Waldschenke zum Entchen führt der Weg ein letztes Mal durch Wald und ein weiterer Regenschauer so kurz vor dem Ziel fällt dann auch nicht mehr ins Gewicht. Über den Mühlenbergweg geht es nun zügig nach Sinzig hinab. Der Ahrsteig findet beim Schloss Sinzig dann sein Ende. Die neugotische Villa, die in den Jahren 1856 bis 59 errichtet wurde, befindet sich an der Stelle einer 1337 bereits erwähnten Wasserburg und wird heute als Museum genutzt. Mein Ahrsteig schließt am Kirchplatz mit dem Rathaus aus dem Jahr 1837 und der Kirche St. Peter, deren Ursprünge in das Jahr 1241 zurückreichen.